Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können. Den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Das stimmt nicht wirklich. Erstmal echt trauriger Moment, muss ich sagen. Also, auch wenn wir jetzt gerade bei E-Kapitel gespielt haben, aber naja, wenn es wahrscheinlich eher um Tod geht oder so, wie die Leute reden und alles, ist so, hätten die noch ein bisschen weiter, wären wir wahrscheinlich auch nicht drin gekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kommt auch nicht wirklich oft vor. Die Sache ist, er hat zwar ein Telefon gekriegt, aber wir haben nicht gehört, dass er angerufen hat, oder? Und das ist... Auch wenn er jetzt weg ist. Das war übrigens das Ding, was ich überlesen hatte oder was ich in der Beschreibung der erst gefunden hatte, von wegen, wir untersuchen den Tod von unserem Bruder. Da dachte ich so, der ist ja noch nicht tot. Und ich hab's Gott sei Dank zwischenzeitlich auch wieder vergessen. Dementsprechend war halt meine Reaktion am Ende der letzten Folge ja, glaube ich, berechtigt. Wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht auf jeden Fall. War ich doch sehr überrascht gewesen, dass dann auf einmal sowas kommt. Aber das können sie ja sehr gut am Ende eines Kapitels nochmal richtig reinfeuern. Ne?
Hätte ich nicht damit gerechnet. Außerdem hatte ich ja eigentlich versucht, ob das, auch wenn das sehr arschig ist, wenn wir halt auf den Ethan gar nicht reagieren, dass unsere Angst so groß wird, dass wir da drauf verharren und dann vielleicht selber runterstürzen. Das war, ne, der Versuch, scheiße zu sein. Ich wollte es ja so spielen. Also ich habe es vorher angekündigt, soll sich keiner beschweren. Hat aber nichts gebracht. Ja, die Sache ist... wir haben nichts gehört. Also, ne? Ich hoffe bloß, wenn man das versucht, irgendwie auf die archige Tour zu spielen, dass man das Geheimnis oder so dahinter nicht lüften kann. Weil ich habe ja auch Twin Mirrors gespielt. Das war halt, kommt mir jetzt gerade so ähnlich vor. Deswegen bin ich ein bisschen, irritiert, sagen wir es mal so. Kann man, glaube ich, ja, so sagen. Ich meine, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, dass das, was da passiert ist, eigentlich eher jemand anders galt. Obwohl, nee, bei der Schicht, er hat ja da gearbeitet, ist ja Blödsinn, nee, Entschuldigung. Warte. So, wir machen erstmal weiter. Naja, ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Wenn Gabe das gesagt hat, dann glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich, warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Right. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort... Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht dir? Das reicht. Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Hey. Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? An sich nein. Das ist halt echt schwierig gegenüber seinem, dass man, was man eigentlich machen will. Also jetzt ist es langsam wirklich schwierig. Das muss es sein für den Moment. Eigentlich verflucht, nein. Ich meine, das ist, ne?
Nein, ich bin ein Wrack. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Ganz ehrlich, Steph ist super. Die ist einfach super. Du spielst Gitarre? Ja, natürlich. Ja, schon. Damals. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Hä? Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Was ist damals passiert? Kein Problem. Nee, ich will das jetzt wissen. Also, ja, es... Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Oder können wir uns entscheiden, ob wir das machen? Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Naja, Hilfe war das jetzt gerade am Ende nicht so, aber... Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Meine Vermutung wäre ja, dass zwischen denen nicht unbedingt was gelaufen ist, aber sie vielleicht mehr wollte. Und diese dämliche Flasche vielleicht an irgendwas, lass es mal eine Wette oder irgendwas gewesen sein von wegen, du musst ihn küssen, keine Ahnung. Und das wurde sie ja eh schon und das hat sie halt vielleicht noch bestärkt, dass da irgendwas geht und am Ende ist ein Strauß geworden. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ist vielleicht ein bisschen klischee-mäßig oder so, aber... Die Flasche gucke ich mir auf jeden Fall als letztes erst an. Ich muss rausfinden, warum Steph so aufgebracht ist. Okay, warte. Lass mal gucken, wo wir überall was haben. Weil ich weiß nicht, ob ich beim letzten noch eins übersehen habe oder so, dass es halt ein bestimmtes Ding ist, was ich triggern kann, wo es dann weitergeht. Aber ich würde trotzdem auch, wenn die anderen relativ unwichtig sind, in Anführungsstrichen, würde ich die auch schon gerne mitnehmen wollen. Alter, lass gut sein. Ich hab mein Busticket schon gekauft. Okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben.
Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Oder fast vielleicht ganz andersrum? Also es... Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Okay, aber aus Denver ist nichts geworden. Das ist... Okay. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Boah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hatte ja die Vermutung gut, vielleicht steht sie ja auch auf meiner Unfrau, ne? Das kann auch sein. Aber ich hatte ja die Vermutung geäußert, dass sie vielleicht lesbisch ist. Gerade in Bezug auf uns, dass es da vielleicht irgendwie was passieren könnte, ne? Fällt mir nämlich gerade ein. Dann wäre das nämlich von wegen, dass die was von Ryan wollte. Blödsinn, außer... Na, also steht halt auf beide. Also, ja. Diese Auren in der... Scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh, ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Naja, bin ich mir nicht so ganz sicher, weil... Haben die darum gewettet oder was? Also, dass sie hier... Ich wette ehrlich gesagt nicht. Schnell raus. Steph? Sorry, Gabe hat ihr wirklich viel bedeutet. Okay, ich wollte bloß gucken, ob wir die Option ausschalten können mit dem Helfen, aber nee, können wir nicht. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Er ist der einzigste Grund, warum du noch hier bist. Also, wollt sie doch ihn. Also, gut, dann lag ich wohl recht. Richtig. Na, gleich um Kicker. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Hast du Bock auf ein Match? Das ist eigentlich das Dümmste, was wir jetzt machen können, wenn wir das schon wissen. Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Das ist nicht gut. Das ist voll fies. Also dann bis 5? Ja, von mir aus. Das ist voll scheiße. Und ich, klar. Was, auf dem Bildschirm mit Spieler zu drehen? Wie oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Okay, warte, das ist hier hinten. Dann musst du echt gut sein. Mhm. Oh Gott. Achso, warte. Hä, warum kann ich den? Du warst in der Band, oder? Ja. Ich kapier. Was spielst du? Drums. Das ist ein total bekacktes System. Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Lol. Also ja, ich weiß, da unten steht's, ne? So ist nicht, aber ich kann halt die Dinger nicht bewegen. Das machten die automatisch. Außerdem, mein bester Freund, der würde mich köpfen, wenn ich so spielen würde. Wir sind doch noch so scheiße und gewinnen. Also immer schön mit überdrehen und so eine Kacke.
Ja, okay. Ich glaube, der verliert die freiwillig? Kann man hier überhaupt verlieren? Jo, wir sind super. 5 Punkte. Hab gewonnen. Wow, was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein, ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Oh, Alex hat die Oh Gott. Erfordert Skill. Entschuldigung. Timing. Und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Oh, mich würde es nicht wundern, wenn Steffi eine klatscht. Vielleicht ist das auch die Auswirkung von dem, wie wir uns entscheiden. Das hat jetzt auf die Geschichte für mich gefühlt noch keinen großartigen Einfluss gehabt, aber eher so, wie wir uns gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Und das ist halt schon... Oh. Ja, die Menge liebt mich. Es ist super, mit mir zu spielen. Alter. Alter, wie wäre... Also wenn das wirklich so darauf... Wenn das wirklich so gemacht ist, wäre das halt eigentlich extrem nice. Es ist zwar nicht so, naja, es fühlt sich dann vielleicht nicht so ausschlaggebend in die Entscheidung an, was ein bisschen schade ist, aber halt, wie wir uns als Mensch entwickeln, und wir entwickeln uns halt gerade richtig scheiße. Gerade bei Steph ist, glaube ich, so eine liebe, coole Socke irgendwie, die kann man nur mögen, und dann guck mal, was wir für Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, die Menge liebt mich, es ist super, mit mir zu spielen. Das ist, Gott, hochnäsig, hoch... Boah, sowas hasse ich ja, ne? Aber... Okay, okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Hä? Da hab ich jetzt aber was anderes gedacht, was da kommt. Dann los. Hä? Na, jetzt verliere ich 100 Pro. Warte. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also, gib alles. Ich konzentriere mich. Jo, super. Gut. Ich kann nur verlieren. Nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Die beste Nordwestband aller Zeiten, los! Ist das dein Versuch? Natürlich nicht. Das ist halt doof, dass man die einzelnen Figuren nicht so wirklich bewegen kann. Zelda Kinney, falls du es wissen Ach wolltest. Klar, die hält jetzt alles, oder was? Okay, gut, ich hab nichts gesagt. Guck dir das doch mal an. Der hält ja alles. Ja klar, ich habe richtig drauf geprügelt, als ob der hier alles hält. Na klar. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen können. Ich weiß nicht warum, aber... Ich wollte gerade sagen, mein Fräulein. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Na, ja, natürlich. Okay, aber wir brauchen bloß noch eins. Oder das Spiel ist so fies und will uns das glauben machen. Oh Gott. Na. Ich spiele mit denen nicht so wirklich viel. Okay, gewonnen. Scheiße. Das ist ein Sieg. Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Okay, nicht Lach so die schnell. Nicht aus. Alles oder nichts. Das ist voll noch gemein. Ein Spiel. Wer gewinnt, ist der ultimative Kicker-Champion. Ich weiß nicht. Ach, komm schon. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Na dann, abgemacht. Nein, Mann. Es lenkt okay, sie ein bisschen jetzt ab. Jetzt geht's um alles. Aber das ich glaube nicht, an. Dass ich... Ich glaube, guck dir das nochmal an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Achso, ich habe den Dings nicht mal gesehen. Ja, kannst vergessen. Ich werde wahrscheinlich 4-0 führen. Und sie ist dann am Ende diejenige, hey, die sag gewinnt. Mal, stehst du auf Frauen? Ja. Ist das fies. Ja. Von wegen ablenken lassen. Ziemlich hot. Voll, oder? Besonders Frauen, die Kicker spielen, Radiosendungen moderieren und Mützen tragen, als sei es ihre Religion. Ja. Klingt nach einer unschlagbaren Kombi. Na, wirst du wohl. Ja, gut, so geht auch. Verlierer sagen was? Wie überzeugt warst du, dass das funktioniert? Von 1 bis 10. So circa 3? Das ist ja mehr als 0. Na, wirst du. Ach komm, der war so easy. Ich habe wirklich das Gefühl, so wir kriegen 4 Punkte, aber. Ich drück da hinten doch und das geht nicht mal. Willst du mich verarschen, Spiel?
Wir können nur verlieren, ne? Glück gehabt. Da! Hallo, Spiel. Als ob die meine Dings nicht richtig waren. Ich weiß nicht, also, uah. So, ja, okay, noch ein und rein ab. Na! Glück ab. Ja, natürlich rollt er durch. Okay, man kann doch gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Kicker Champion! Kicker Champion! Verdammte Chen-Familie! Oh. Gutes Spiel. Also ja, sie hat's abgelenkt, aber irgendwie fühlt sich das immer noch kacke an. Ich weiß auch nicht. Ich bin echt froh, dass du mich überredet hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Gern. Irgendwie verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Naja, dazu gehören immer zwei. Und ich hab's noch mehr gebraucht. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Ich glaube nicht mal, dass der lügt. Ich meine, ja, der wollten auf die Fresse hauen und so, aber ich glaube... Ich weiß nicht, vom Gefühl... Ich habe irgendwie das Gefühl, er lügt nicht. Also da kommen wir auch nicht weiter. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, also... Gut, ich werde ja beim zweiten Durchlauf mitkriegen, wenn ich was anderes wähle, ob sie das wirklich aufheitert oder nicht. Anscheinend war es aus Versehen das Richtige gewesen. Vielleicht kann man in dem Spiel auch bloß gewinnen. Obwohl, wenn ich gar nichts drücke, dann muss sie ja gewinnen. Na, es sind wieder so. Okay, ich muss mir... Er ist kein Lügner. Also, ich... Ich drück das trotzdem. Ihr wisst doch. Ja, du hast recht. Ich wusste, er ist ein Idiot, aber das ist echt krass. Ich muss einfach irgendwie beweisen, dass er lügt. Nicht nur für mich, auch für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann.